Nachdem die Rohre in die Form des Instrumentenkorpuses gebracht wurden, werden mit dieser Maschine an ganz genau festgelegten Stellen Löcher gestanzt. Aus diesen Öffnungen sollen später die Tonlöcher gezogen werden. Doch zuvor, damit das Messing beim Ziehen der Tonlöcher nicht reißt oder bricht, wird das harte Material weicher gemacht, indem man es mit einer Flamme erhitzt, bis es zu glühen beginnt. Hier seht ihr nun, wie die Tonlöcher entstehen. In eine Stahlform werden Metallsteine gelegt. Dann, aufgepasst, wird der Saxophonkorpus über die Stahlform gesteckt. Durch die gestanzten Löcher werden die Steine drehend wieder herausgezogen und dabei wird das Metall nach oben gezogen. So bekommt das Tonloch einen hohen Rand und die richtige Größe. Mit dieser Maschine werden die Ränder der Tonlöcher noch glatt gefräst und bekommen so ihre endgültige Form. Während bisher von Meisterhand geführte Maschinen geholfen haben, den Instrumentenkorpus herzustellen, gewinnt ab jetzt geschickte Handarbeit die größte Bedeutung. Sehen wir uns an, wie Klappen gemacht werden. Viele Mechanikachsen und Gestänge verbinden später die Klappen untereinander und alle Teile müssen einzeln zusammengelötet werden. Wie ihr vielleicht schon wisst oder beobachtet habt, benötigt man zum Löten Zinn, ein weiches Metall, was schon bei relativ geringer Hitze schmilzt. An die Stellen, wo beim Erwärmen das Zinn hinlaufen soll, wird vorher ein Lötmittel gestrichen. Wenn das Zinn nach dem Schmelzen wieder erstarrt, verbindet es die Teile, zwischen die es gelaufen ist, wie ein ultrafester Klebstoff. Hier wird eine Stütze auf den Instrumentenkorpus gelötet. An solchen Stützen wird später die Klappenmechanik befestigt. Bevor wir uns nun ansehen, wie alles zusammengebaut wird, zeige ich euch noch, wo der Schallbecher gehämmert wird, damit das Saxophon später auch den richtig knackigen Sound bekommt. Wenn nun die Lötarbeiten am Instrumentenkorpus beendet sind, wird poliert. Um das Saxophon an dieser rasend schnell drehenden weichen Bürste zu halten, braucht man viel Kraft und Geschick. Eine falsche Bewegung und das Teil würde dem Polierer aus der Hand gerissen und wahrscheinlich völlig verbogen in der Maschine landen. Endlich
ist alles schön poliert und wir befinden uns nun in der Endmontage. Die Polster werden in die Klappen geklebt. Die Klappen werden an das Instrument gebaut, Filze angebracht, alles eingestellt und immer wieder kontrolliert und korrigiert. Ein Saxophon besteht aus ungefähr 450 Einzelteilen. Man braucht viel Geduld und Geschick, bis wirklich alles einwandfrei eingestellt ist und optimal funktioniert. Schließlich wird das obere Stück des Saxophons zusammengesetzt. Es sieht aus wie ein Schwanenhals und heißt S-Bogen. Am S-Bogen befindet sich nur eine Klappe. Man benötigt sie, um die hohen Töne auf dem Saxophon zu spielen. Und dann, wenn alles stimmt, alle Fingertapsen vom goldenen Messing abgewischt sind, dann kommt der spannende Moment.